Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge WoW mit unseren Hordejäger. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen ein paar Assassine gekämpft. Wir haben ein paar Überlebende, ein paar Verbannte gefunden und gerettet und geholfen. Und heute wollen wir ein paar Pflanzen bewässern und ein paar große Disteln töten und einpflanzen. Deswegen geben wir jetzt mal hier Gas, ziehen wir mal ein bisschen was zusammen hier. Und dann wollen wir mal hier alles mal kurz klitzeklein machen, dass wir hier schnell weiterkommen können, um die Pflanzen zu gießen. Der komische Käfer greift mich auch schon wieder an. Kommen wir jetzt hier. So. Gießen. Zack, gegossen, sehr schön. Hier müssen wir was einpflanzen. Gießen wir wieder was. Hey, wir werden Gärtner, Leute. Wir werden Gärtner. Dich können wir auch gießen. Das sieht so aus, als wenn er pinkelt, ne? Das sieht irgendwie so ganz verboten aus. Moment. Ach, das war nicht gut. Das war nicht gut. So, hier können wir noch mal was ansehen. Na, komm her hier. Greifen wir euch auch gleich an, weil ihr uns bestimmt auch gleich noch mal angreifen würdet. Zack. Machen wir erstmal Ich uns habe ein bisschen kein Ziel. Platz, dass wir Ich hier brauche ein gleich Ziel. ohne Probleme weitermachen. Genau, sie sind schon besiegt. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Käfer angegriffen, ne? Zack. Und zack. Wo wir mal ein Foto von machen könnten, wäre das hier. Aber dieser Vogel, der nervt mich. Ist da noch ein Vogel? Jetzt ist er wieder da. Geh weg. Jetzt ist er weg. So, zack, sehr schön, weiter geht's. Hier müssen wir noch gießen, müssen wir noch. Da können wir wieder was einpflanzen. Noch so viel gießen und einpflanzen. So, und jetzt müssen wir nur noch dreimal gießen. Das gießen wir da drüben. Ist hier was zum Gießen? Ja, aber da müssen wir die erstmal angreifen, weil sonst greifen die uns wieder an. Ja, hier sind drei Pflanzen zum Gießen, das ist sehr schön. Komm, wir wollen was in der Aufgabe, in der Folge noch ein bisschen was schaffen, deswegen geben wir mal ein bisschen Gas, komm. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach, die können wir auch looten. Das bringt aber nichts. So, einmal gießen. Ich muss näher heran. Zweimal gießen. Und das letzte Mal gießen. So, was ist da hinten noch? Den Springbrunnen müssen wir auch noch mal reparieren. Da laufen wir jetzt einfach mal durch. Und reparieren. Oh, was gibt es denn hier alles? Hier gibt es jede Menge. Komm, ich greife mal an. Kann unser Tier mal kurz erledigen. So, das haben wir. Da muss hier auch gleich schon wieder was sein. Da ist ein Erz. Komm, um euch kümmere ich mich. Zack, komm her hier. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich brauche ein Ziel. So, das kriegt mein Tier hin, den Rest. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. So, und dann gucken wir noch mal kurz auf der anderen Seite, was es da gibt. Alles ist mir zu viel. Da kommen wir laufen jetzt einfach durch. Wir wollen die Aufgabe abgeben. Wir wollen uns nicht so lange an den Kräutern hier festhalten. So, komm. Und totstellen. Dann ist alles weg. Hallo, ihr da.
Tag. Ja, reparieren wir unsere Sachen bitte. Alles hat einen Nutzen. Verkaufen können wir eigentlich auch nochmal schnell. Zack, zack. Alles, was wir nicht brauchen. Weg schon mal. Haben wir gleich mal wieder Platz im Inventar. Oh, knapp 160.000 Gold. Das ist doch. Ist doch ein bisschen, was wir haben. Zack. Wer überleben will, muss einfallsreich so sein. Nehmen wir gleich mal die Aufgaben ab. Die Problemquelle. Die Dünen geben uns alles, was wir brauchen. Okay, das scheint da oben zu sein. Dann gehen wir da noch mal kurz hoch. Hier lang. Hier muss auch schon wieder irgendwo was sein. Hier. Das ist zu weit entfernt. Nehmen wir auch noch mal mit. Sehr schön. Hier ist auch noch mal Kraut. Dann müssen wir doch noch ganz oben. Okay. Zack. Dann müssen wir doch nach ganz oben. So. Hier ist aber auch alles voll, ne? Das nehmen wir auch noch mal mit. Ich bin außer Reichweite. So, wo ist das Problem? Ach, hier. Ein Stein liegt im Weg. Wow, eine Schlange. Was bist du denn für eine? Da machen wir mal ein Foto von. Zack. Nee, das war nicht gut. Zack, na so, das reicht. Fotos reichen. Leute, ich brauche immer mal ab und zu ein paar Fotos, wenn so was Schönes auf... Was Schönes. Wo ich mal so ein schönes Handmade von machen kann. Boah, bespritzt sie uns. Aber ihr seht oben, es ist hier alles voll, ne? Was ist denn hier alles? Hier soll was sein. Da ist ein Erz. Ich nehme auch mal mit. Das war klar. Komm her hier. Vogel auf Vogel. Dann nehmen wir das jetzt mal. Dann ist hier eine Blume. Ich bin außer Reichweite. Da muss da vorne noch was sein. Was ist denn hier noch? Manchmal sind die so versteckt. Da oben ist das. Aber dann gehen wir auch gleich die Aufgabe ab, Leute. Ich will ja auch ein bisschen was schaffen und nicht ja nur Blumen farmen. Aber so ein bisschen kann man ja einsammeln. Da, da ist. Ich glaube, der hat das eingesammelt, oder? Hat das? Kriegen wir es noch? Ja, wir kriegen es noch. Sehr schön. So, und Aufgabe abgeben. Ja, komm. Das hat keiner gesehen. Von denen haben wir, glaube ich, auch noch nicht viel. So. Aber jetzt wollen wir die Aufgabe abgeben. Dann gehen wir hier lang. Uah, da sind auch schon wieder welche. Ta-ta-ta-ta-ta. Da kommt so ein kleiner Sturz. Überleben wir ja wohl. Oh, Geronimo. Wow. Und da sind wir. Guten Tag. Ja, mal. Passt auf euch auf, sonst tut das nämlich. Und so haben wir es hier scheinbar getan. Passt auf. Sehr schön. Arbeit ist getan. Dann könnte die Fahrt fast weitergehen. Mal gucken. Wenn ich helfen kann, werde ich es tun. Was gibt's denn Schönes? Hier brauchen wir mal wieder nichts von. Möge der Sand meine Sünden verschlucken. Fasst euch mal kurz. Reist weiter, okay. Rakera wird in dieser Wüste nicht lange überleben. Ich kenne diese Dünen. Ja, das können wir nicht, dass Rakera nicht lange überlebt. Da müssen wir was tun. Dann los. Nicht, dass Rakera noch was passiert. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sollten nach Süden. Der Tempel ist irgendwo in diesen Hügeln.
Mich erinnert das an die östlichen Pestländer. Mit dem Wagen hier. Haben die ja Fuchsschwänze hängen? Okay. Mhm. Bisschen makaber. Von Füchsen geleitet und Fuchsschwänze haben sie hier hängen. Gleich wird's ganz schön holprig. Okay. Das kann doch nicht die einzige Straße sein. Nein, ist es nicht. Aber durch die Schlucht wollt ihr nicht. Die ist voller Albträume. Die existieren nur in eurem Kopf, nicht in den Dünen. Ich versichere euch, die existieren und sind gefährlich. Nicht einmal die Sethrak wagen sich in die Schlucht. Okay. Das hört sich nicht gut an. Ein Erz! Ich fährt einfach an einem Erz vorbei. Was stimmt denn nicht mit der? So, na komm. Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir, sind so wuschelknuffig süß. Was denn das für ein Gekreisch aus eurem Mund? Dot und Dolly mögen es, wenn ich singe. Es beruhigt sie. Ich dagegen möchte gleich alte Gewohnheiten annehmen. Na gut. Dot und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir. Es muss hier sein. Ich sehe da vorne ein Bauwerk. Da reimt die Kleine und singt. Wow. Okay. Das ist irgendwas wie so ein Portal. Da oben ist eine Kiste. Ich glaube, wir sind angekommen. Hier gibt es auf jeden Fall einen Flugpunkt. Wir gucken erstmal kurz die zwei Punkte, was das ist. Wenn wir schon hier sind. Das ist doch klar, dass es das ist. Und hier soll noch was sein. Egal. So. Nicht immer ablenken lassen. Oh, ich schalte es bald aus, Leute. Ich schalte es bald aus. So. Erstmal sieht das gut aus hier. Da müssen wir. Da mache ich ein Foto von, Leute. So. Zack. Oh ne, nochmal. So, sehr schön. Jetzt nehmen wir erstmal den Flugpunkt. Da haben wir wenigstens schon mal den Flugpunkt. Dann würde ich sagen... Ne, da kämpfen wir uns jetzt nicht durch. Wir geben erstmal die Aufgabe ab. Was darf's denn sein? Der Sand wird niemals sicher sein. Wenn Rakera hier im Tempel ist, werden wir sie finden. Sucht ihr Erlösung? Akunda heißt alle willkommen. Wir suchen eine Verbannte, die Rakera heißt. Wir denken, sie könnte hier im Tempel sein. Hier findet ihr nur Akunda. Nur die, die seinen Namen teilen, dürfen seine Hallen betreten. Willkommen. Okay, dann müssen wir erstmal was dafür tun, um da reinzukommen. Reagenzien zu sammeln, die für eure Weihe nötig sind, ist der erste Schritt zur Erlösung. Okay, danke dir. Dann werden wir das machen. Hier gibt es auch noch eine Aufgabe. Ich verdiene mein Schicksal. Manches kann man nicht ungeschehen machen. So Leute, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss für diese Woche. Weil bevor wir uns jetzt hier ins Abenteuer stürzen, dann wird das wieder Überlänge. Und ich weiß, Überlänge mögt ihr eigentlich nicht so. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinschalten würdet zu einer weiteren Let's Play-Folge WoW mit unserem Jäger. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch Kommentare da, Feedback oder einen Daumen oder ein Abo. Das würde mich auch freuen. Bis dahin sage ich euch Tschüss und bis nächste Woche.